Inmitten der andauernden Regierungsoffensive auf die nordwestsyrische Stadt Idlib beklagen Hilfsorganisationen katastrophale humanitäre Zustände in der Region. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge sind seit Dezember mehr als 900.000 Menschen vertrieben worden. UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet forderte die syrische Regierung dazu auf, sichere Korridore für flüchtende Zivilisten zuzulassen. Nothilfe-Koordinator Mark Lowcock sprach von wahlloser Gewalt, die Krankenhäuser, Schulen und Flüchtlingslager treffe. In einer seltenen Fernsehansprache kündigte der syrische Präsident die Fortsetzung der Offensive an, auch ungeachtet der Warnungen aus der Türkei. Wir sollten uns nicht ausruhen, sondern uns für kommende Schlachten vorbereiten. Deswegen wird der Kampf um die Befreiung der Region um Aleppo und Idlib weitergehen, trotz der leeren Worthülsen aus dem Norden. Der Kampf für die Befreiung des gesamten syrischen Bodens, die Vernichtung des Terrorismus und für Stabilität wird weitergehen. Die von Russland unterstützten Regierungstruppen haben zuletzt große Teile der Provinz Aleppo zurückerobert. Viele Bewohner kehrten zurück. In Idlib kommt es zu Zusammenstößen mit türkischen Truppen, die dort Rebellen unterstützen. Der türkische Präsident hatte Assad mit Vergeltungsschlägen gedroht.